wir sind von der Südpolschau auf 92,4. Ist es in Ordnung, wenn wir Sie duzen? Gerne, könnt ihr gerne machen. Ich bin die Margit. Kannst du dich bitte unseren HörerInnen mit deinem Namen, deinem Beruf und einem Hobby von dir vorstellen? Ich bin die Margit Auer, mein Beruf ist Schriftstellerin. Ich habe die Schule der magischen Tiere geschrieben und schreibe sie noch weiter. Und mein Hobby ist Schwimmen im Sommer und Bergwandern und im Winter langlaufen. Warst du bei den Dreharbeiten dabei? Ich war an einigen Drehorten dabei, nicht an allen und auch nicht an jedem Drehtag. Aber was ich gesehen habe, die Kinder geben mal wieder alles. Sie sind so großartig und ihr werdet sehen, die können auch super singen. Konntest du bei der Produktion des Films mitentscheiden? Habe ich bei Teil 1 gemacht. Da habe ich das Drehbuch sehr genau gelesen, aber ich fand dann das Ergebnis so super, dass ich bei Teil 2 den Filmleuten eigentlich ziemlich freie Hand gelassen habe. Ich habe am Schluss noch mal drüber geguckt über das Drehbuch. Ein bisschen bei den Dialogen habe ich noch ein bisschen mitgeredet und ein paar Änderungen mir gewünscht. Aber das war es auch schon, weil der ist einfach großartig geworden. Und sie kennen jetzt wirklich meine magische Welt. Die wissen jetzt, wie sie es machen müssen. Und Teil 1 hat dann super gefallen, Teil 2 wird auch noch mal toll. Hast du dir den Film schon angeschaut und wie findest du ihn? Ich habe bisher nur eine Rohfassung gesehen. Also wenn wir dann alle in die Premiere gehen, sehen die meisten Leute, die im Saal sitzen, auch die Schauspieler, den Film zum allerersten Mal in seiner Endfassung. Also ich habe so eine Vorfassung gesehen, da waren aber die Tiere noch nicht drin, da war die Musik noch nicht drin. Und jetzt bin ich mega gespannt. Und ich habe mein Taschentuch dabei, ich glaube, ich muss heulen. Wartet mal, wenn die Annalena singt, dann müsst ihr auch heulen. Also ist der erste oder der zweite, auch wenn Sie noch nicht ganz gesehen haben, bis jetzt besser? Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Es ist wie wenn ich mich für eine Figur entscheiden muss, welches mein Lieblingsfilm ist. Also der erste ist jetzt mehr für kleinere Kinder auf alle Fälle, weil die Schauspieler sind ja auch größer geworden und gewachsen. Und jetzt ist es eher ein Teenie-Film. Also kommt drauf an. Ich könnte mich nicht entscheiden. Nee. Findest du, dass die Filme deine Bücher gut darstellen? Hast du dir die Charaktere so vorgestellt? Ja, und da habe ich am Anfang auch sehr drauf geachtet, weil da musste ich den Filmleuten schon ein bisschen was erklären. Also da haben sie bei manchen Figuren schon ein bisschen falsch gelegen. Also zum Beispiel hat in Teil 1 im ersten Drehbuch hat die Miss Cornfield noch so richtig gezaubert und die Welt gerettet. Und das geht ja gar nicht, ihr wisst es garantiert. Die Kinder lösen die Probleme. Die Miss Cornfield, die ist so im Hintergrund und gibt vielleicht Tipps und die magischen Tiere geben Tipps. Aber die Kinder packen ja selber an und die müssen sich selber überlegen, wie sie irgendwas wieder hinkriegen. Zum Beispiel die Ida vom Dach retten. Und da musste ich schon ein bisschen aufpassen, dass sie nichts falsch machen. Aber sie haben alles beachtet und ich bin total happy und sie finden es sehr gut gelungen. Es gab ja einige Änderungen zwischen der Buchvorlage und dem Film. Weißt du, wieso Jo erst im zweiten Teil seinen Pinguin gekriegt hat? Ja, dafür gibt es ganz praktische Gründe. Diese magischen Tiere sind so unheimlich teuer. Die sind ja animiert, das heißt, die entstehen am Computer. Und da sind ganz viele Leute, die dran arbeiten, dass der Pinguin von links nach rechts watschelt, dass der tanzt, dass der spricht, dass der mit den Pfoten, mit den Flossen so zusammenklappt. Und das ist so, so viel Aufwand, dass der leider in Teil 1 einfach nicht untergebracht werden konnte. Kann ein magisches Tier eigentlich sterben? Diese Frage, die mag ich gar nicht. Das ist genau das Gleiche, wie würde eine, was passiert, wenn Ida stirbt? Stirbt dann Rabat auch? Und ich kann dann so nur antworten, Ida wird in meinen Büchern nicht sterben und Rabat auch nicht. Welches magisches Tier hätten Sie gerne und warum? Also ich hätte ja wahnsinnig gern Eugenia die Fledermaus. Die hat so einen lustigen Sprachfehlerich, aber die ist ja schon bei Eddie. Das heißt, ich bräuchte von Mr. Morris ein eigenes magisches Tier und da würde ich mir einen Esel wünschen. Warum sollte man den Film Die Schule der magischen Tiere 2 auf keinen Fall verpassen? Weil die Musik super ist, weil es ein wahnsinniger Spaß ist und weil die magische Welt noch mal ein bisschen größer wird und noch mehr funkelt. Und wer auch funkelt, ist Kasper das Chamäleon. Das muss man gesehen haben. Hast du ein Lieblingskuscheltier zu Hause und redest du mit ihm? Nein, aber ich hatte als Kind einen Teddybär. Der hieß einfach Teddy. Mit dem habe ich mich schon unterhalten und der sitzt immer noch auf meiner Heizung, immer noch in meinem Schlafzimmer. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere Hörerin der Südpolschau auf 92,4 grüßen und zwar mit deinem Namen und dem Filmtitel? Ja, ich grüße euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer von der Südpolshow. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Programm und ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Kino mit der Schule der magischen Tiere 2. Vielen Dank für das Interview. Ich danke euch, liebe Reporterinnen. Cool gemacht.